Ja, als nächste Kapelle dürfen wir herzlich begrüßen hier in Gunskirchen die Marktmusikkapelle Satlet und der Kapellmeister Thomas Pöllinger. Herzlich willkommen in Gunskirchen. Herzlicher Gruß gibt auch den beiden Obmännern, den Herrn Acker und den Herrn Bittermeier, die aktive Musiker sind natürlich auch herzlich willkommen. Die Marktmusikkapelle Satlet startet gleich fulminant in die Konzertgärten und lassen sich von nichts und niemandem aufhalten. Genauso wie Freddie Mercury. Das Lied Don't Stop Me Now von Freddie Mercury erzählt von Gefühl, von dem Gefühl von Energie und Stärke. Das Lied entstand 1978 während der Aufnahmen für das Album Jazz. Produziert wurde der Titel von Queen und Roy Thomas Baker. Obwohl das Stück der legendären Band Queen bei seiner Veröffentlichung Anfang 1979 zunächst eher zurückhaltend aufgenommen wurde, ist es dank seiner häufigen Verwendung in Werbung, Fernsehen und Film mittlerweile zu wohl einem der bekanntesten Songs der Band geworden. Charakteristisch für dieses Stück sind die dichten Harmonien und der dramatische Stil, der von einer langsamen Ballade in einen doppelt so schnellen Rocksong übergeht. Halten wir nun die Marktmusikkapelle Satlet nicht länger auf und lassen Sie für uns ein fulminantes Startstück präsentieren. Thank you.
der Kapelle ist auch der Bürgermeister. Und ich grüße Sie ganz herzlich, Julian Gerhard Huber. Herzlich willkommen in unserem Kunstkirchen. Erst darf ich begrüßen unseren Landtagsabgeordneten Ingenieur Michael Fischer. Herzlich willkommen in Gunskirchen. Die Romanmusikkapelle Sacred feiert 2800 Jahre und wir haben geschrieben, dass das eine älteste Gemeinde ist und Bürgermeister kann es nicht aufholen. Also, das geht sich nicht aus. Daher werden Sie also 28, werden Sie das gutjährige Bestandsjubiläum. An jene unter Ihnen, die bereits beim vorherigen Musikverein zugehört haben, werden nun ein Déjà-vu erleben. Gott sei Dank interpretiert jeder Musikverein etwas anders. Die Geschichte dahinter bleibt jedoch gleich. Es geht um das Stück The Lightstone von Daniel Muck. Es geht um eine Burg. Der Name der Burg leitet sich vom Wort Liechtenstein ab. Zu Beginn des Stückes wird durch einen renaissanceähnlichen Choral der Aufbau dieser mächtigen Burg beschrieben. Langsam aber doch entwickelt sich dieser in einen vollstimmigen, satten Klang, welcher die Vollkommenheit dieses Bauwerks deutet. Doch nach einiger Zeit beginnen osmanische Truppen, sich der Burg zu nähern und diese anzugreifen. Nicht nur die Burg des Liechtensteines wird stark beschädigt, sondern auch viele Menschen müssen diese lange Zeit des Grauens überstehen, in der man plündert, raubt und mordet. Aber die Bevölkerung um die Burg fängt sich wieder und beginnt mit dem Wiederaufbau, um diese einmalige und unverkennbare Burg wieder in die Ferne ragen zu lassen. Oftmals wurde sie zerstört und doch wiederum von Menschenhand aufgebaut, um stets dieses fantastische und mächtige Bauwerk aufrecht zu erhalten. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Burg. Thank you.
Der erste Satz, Entrada Jubilata, ist eine festliche Eröffnungsmusik und thematisiert das Gefühl der Heimatverbundenheit, Vertrauen, Verständnis und Verbundenheit als Symbole menschlicher Natur. Der zweite Satz beschäftigt sich mit der Kraft der Natur in der Form eines musikalischen Bildes der Fischener Breitachklang. Die Kombination aus Stein, Wasser, Eis und Schnee bildet ein faszinierendes Naturphänomen. Im dritten Satz
Der dritte Satz ist eine Hommage an die wunderschöne Landschaft des Allgäus. Und im vierten und letzten Satz, dem Finale, werden die menschlichen Naturen des Ortes dargestellt. Treffen all diese Aspekte aufeinander, so ergibt sich ein Bild voller unterschiedlichster Eindrücke und Erfahrungen. Die gewisse Würze, die einen Ort zu dem macht, was er ist. Da es sich um ein Stück handelt mit vier Sätzen, bitte ich Sie, während der Sätze nicht zu klatschen, sondern erst ganz zum Schluss, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Sind wir nun gespannt auf die Allgäuer Impressionen, die uns erwarten. Viel Vergnügen! Thank you.
Ja, wir kommen in Kürze zur Bewertung. Das ist die offene Wertung unter dem Vorsitz von Hannes Kapell, der ist der Günther Reisecker. Und es gibt 10 Kriterien und für jedes Kriterium maximal 10 Punkte. Und wir werden in Kürze erfahren, wie der Markenkapell ist Athlet als eine von 7 Kapellen unter der Leistungsstufe C dieses Rotlied anmerken. Nach der Bewertung gibt es auch dann mit der Kapelle ein Feedbackgespräch mit den Juren. Dann kommen wir zur Wertung. Stimmung und Intonation. 9, 8, 8. Ton- und Klangqualität. 8,5, 9, 8. Phrasierung Akkulturation, kann ich nicht mehr sagen. 8,5, 9, 8,5. Spieltechnische Ausführung. 3x die 9. Rhythmik und Zusammenspiel. 8,5, 9, 9. Dynamische Differenzierung 8,5, 8, 8,5. Tempo und Agogik 8,5, 9, 9,5. Klangausgleich und Registerbalance 9, 8,5, 9. Interpretation und Stilempfinden 9, 9, 9,5. Und als letztes Kriterium der künstlerische Gesamteindruck 3x die 9. Wir gratulieren der Marktmusikkapelle Athlet zu 87,7 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Und herzlichen Glückwunsch.